2012 war Adinvest gerade mal 2 Jahre alt. Und wir hatten einige Projekte schon losgetreten, aber eins in der Größenordnung hatten wir uns noch nicht vorgenommen. Anfang 2012 bestand so das erste Interesse an diesem Gebäude. Das war damals schon ein ganz mutiger Schritt. Mit dem Alten Wall hat sich die einmalige Gelegenheit geboten, ein historisch bedeutsames Projekt im Herzen der Hamburger Innenstadt zu entwickeln und neu zu repositionieren. Wesentlich dabei war, dass der Charme des Gebäudes und dieses historischen Ensembles beibehalten wird und gleichzeitig auch eine Belebung des Standorts stattfindet, aber auch die Anforderungen an moderne Bürowelten erfüllt werden können. Ursprünglich wurde der Alte Wall zwischen 1894 und 1919 erbaut. Vor 120 Jahren war das hier eine reine Geschäftsstraße, nur mit Markisen über den Läden, wo man richtig links lief und alles einkaufte. Und dann ist das eben hier zu so einem Bankquartier geworden. Das haben wir zurückgebaut und haben das Alte wieder hergekriegt. Das wollten wir mit der Art Invest wieder zum Leben erwecken und eben wieder ein Konzept schaffen, das hier relevant ist im Alten Wall und eben auch Fine Arts, Fine Shopping und Fine Dining verbindet. Das Buceros Kunstforum hier im Alten Wall hat eine ganz besondere Rolle. Das war schon ein Ursprungsmieter, der ursprünglich im Kopfbau vorne drin war und der während der Bauphase dann in den Mittelteil des Gebäudes umziehen musste. Die Art Investor und das Buceros Kunstforum haben von Anfang an dieselbe Vision verbunden. Wir haben die Chance umzuziehen, also sehr, sehr gerne genutzt und haben damit die Möglichkeit erhalten, uns deutlich zu vergrößern und dieses Haus in eine nachhaltige, wunderbare Zukunft zu führen. Es war ganz klar, es wird schwierig. Denn gleichzeitig mussten die unter Denkmalschutz stehenden Fassaden am Alten Wall tutto completo erhalten werden. Die stehen auf Holzpfähle. Diese Holzpfähle dürfen nicht trocken werden. Daneben wird die Garage noch 4 Etagen drunter gebaut. Die wichtigsten baulichen Herausforderungen war der Erhalt der historischen Fassade und die Schaffung von Stellplätzen in der gewünschten Form, was einherging mit einer sehr tiefen Bauprobe, die unter schwierigen Bedingungen erstellt werden muss. Auf der einen Seite das Fleet mit einem S-Bahn-Tunnel drunter, auf der anderen Seite blieb die historische Fassade stehen. Das waren so die wesentlichen technischen Herausforderungen des Projektes. Die Dinge haben das Projekt total spannend gemacht. Der Denkmalschutz will die Vergangenheit bewahren, dass sie nicht vergessen wird. Und der Architekt will natürlich möglichst neu inszenieren und nicht nur mit Respekt vor dem Alten erstarren. Das wirkliche Highlight hier ist ganz klar die Fassadenerhaltung gewesen. Die Fassadenerhaltung der denkmalgeschützten Fassade sowohl entlang des Alten Walls als auch im Bereich zur Adolfsbrücke und dann auch noch ein Teil im Bereich des Alsterfleets. Die Kunstwerke von Olafur Eliasson sind auch noch mal eine ganz wichtige Besonderheit im Alten Wall. Sie befinden sich auf beiden Seiten des Straßenraums, sind für jedermann erlebbar, einmal von der Adolfsbrücke auskommend, einmal auch vom Rathaus. Die Kunstwerke nennen sich Gesellschaftsspiegel. Es ist ein Paar-Kunstwerk, das heißt, beide Kunstwerke stehen in Verbindung miteinander. Das Beste, was man in einer Stadt beim Bauen erreichen kann, ist der Gemeinnutzen. Dass dieses eine Einheit geworden ist, eine Synergie und ein Stück Hamburger Herz geworden ist, das ist das Gute.